Ein frischer Wind weht durch das Elbland Klinikum Radebeul. Seit dem 1. April lenkt ein neuer Verwaltungsdirektor die Geschicke des Krankenhauses. Benjamin Becker heißt der Mann, der die Position von seinem Vorgänger André Gubsch übernahm. Selbiger führt seitdem das Elbland Klinikum Riesa. Die feierliche Staffelstabübergabe fand am 20. März statt. Vorstand Rainer Zugehör erläuterte, was der Positionswechsel für die kommunale Klinikengruppe bedeutet. Naja, es heißt vor allen Dingen erstmal eine gewisse Kontinuität, weil wir jetzt schaffen einen nahtlosen Übergang, auch mit einer Einarbeitung schon zu Beginn. Und es bedeutet für uns neben dem nahtlosen Übergang eine Fortsetzung unserer Strategie, dass wir viel enger zusammenarbeiten müssen. Jetzt sind alle Verwaltungsdirektoren, die wir hier haben, stehen hinter dem Ziel mehr Kooperation, gemeinsame Spezialisierung und Zusammenarbeit. Viele Krankenhäuser haben mit den Folgen der Inflation zu kämpfen. Auch die Elblandkliniken bilden da keine Ausnahmen. Die vom Bundesgesundheitsministerium angekündigte Krankenhausreform lässt derweil weiter auf sich warten. Landrat Ralf Hensel weiß, dass in Zeiten der Unsicherheit ein Wechsel auf so einer wichtigen Position schnell die Gerüchteküche anheizt. Wir sind ja als das Medizinwesen insgesamt, die Krankenhauslandschaft steht ja unter der Beobachtung der Öffentlichkeit und auch der Bürgerinnen und Bürger, am Ende auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und insofern ist jeder Personalwechsel immer konnotiert mit irgendwelchen Unsicherheiten. Und so war es auch hier. Da tauchten eben Gerüchte auf, wenn der Herr Gubsch das Schiff verlässt, könnte das Schiff untergehen, was mitnichten so ist. Und so tauchten in der Vergangenheit ab und zu Gerüchte auf, wenn Chefarztwechsel anstanden, die wirklich rein zufälligerweise aus persönlichen Gründen eine Häufung erfahren haben, dass es hier irgendwelche Schwierigkeiten gäbe, die es ausdrücklich nicht gibt. Also wir haben die gleichen Schwierigkeiten wie alle anderen Krankenhäuser in Deutschland und in Sachsen auch. Aber wir stehen wirtschaftlich auf soliden Füßen und sind froh, dass wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit dem neuen Verwaltungsdirektor hier in Radebeul weiterarbeiten können. Benjamin Becker hat einen Masterabschluss in Gesundheitswissenschaften mit Fokus auf Gesundheitsökonomie und Krankenhausmanagement und bringt die Erfahrung aus der Leitung des Mediclean-Standorts Bad Düben mit nach Radebeul. Viele seiner künftigen Kollegen nutzten den Vorstellungstermin, um sich dem Neuen vorzustellen. Mithilfe seines Vorgängers soll dessen Einarbeitung möglichst reibungslos vonstatten gehen. Ja, tatsächlich bin ich sehr glücklich darüber, dass der Herr Gubsch ja auch noch Teil der Elbland-Kliniken ist. Und wir haben uns schon für die ersten Wochen und Monate gemeinsame Termine gesetzt, wo wir dann mit den wichtigen Personen im Haus, mit der Klinikleitung, mit den Chefärzten, mit den Abteilungsleitern dann auch die wichtigsten Projekte schon mal angehen und dann auch alle Themen auch übergeben können. Das habe ich ja vor uns auch in meiner Antrittsrede gesagt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann jetzt mit so einem Wechsel in der Klinikleitung dann in so ein Loch reinfällt und dann kurz vor der Krankenhausreform dann gar nicht so richtig weiß, wie die Ausrichtung des Hauses ist, sondern wir können quasi morgen so weitermachen, wie Herr Gubsch mir das heute übergeben hat. Und das ist für mich auch ein sehr schöner Start. Neben seiner beruflichen Qualifikation ist Benjamin Becker auch ehemaliger Profitänzer. Bei seiner Vorstellung verwies Landrat Ralf Hensel darauf, dass es mit dem TC Rot Gold auch einen renommierten Tanzverein in Meißen gibt. Ich mache das Thema schon seit 25 Jahren, bin ich Tänzer, ne, Profitänzer. Ne, ich habe im Jugendbereich mal in der Nationalmannschaft war ich mal unterwegs gewesen, deswegen wird das immer mit Profi gleichgesetzt. Und ich mache das tatsächlich jetzt auch nebenbei noch. Das heißt, an später Abendstunde, wenn ich dann die Arbeit beendet habe, dann gehe ich meistens in den Tanzsaal mit meiner Lebensgefährtin zusammen und schaue auch gerne mal meistens im Verein vorbei. André Gubsch sieht das Krankenhaus, an dem er die Geschicke seit 2021 geleitet hat, bei seinem Nachfolger in guten Händen. Er bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Kollegen für die gemeinsame Zeit und blickt nun voller Erwartungen auf seine neue Aufgabe. Das ist ein super Team hier in Radebeul. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und ja, diejenigen, die gesprochen haben, haben sich auch sehr wohl gefühlt mit mir. Das ist auch immer ganz nett. Wir haben hier sehr viele Gäste. Das zeigt mir auch, dass man die Veranstaltung auch wertschätzt und auch mich wertschätzt. Und ja, ich freue mich auf Riesa. Aber Radebeul sind nun 3 Jahre, in denen ich intensiv gearbeitet habe. Und das ist ein tolles Haus. Und ja, Elbland, die Elbland-Kliniken an sich, das habe ich auch gerade gesagt, sind mein Unternehmen, wo ich sehr gerne arbeite. Und jetzt ist es der Standort Riesa, da freue ich mich natürlich auch sehr drauf, aber bin auch froh, dass ich die 3 Jahre hier gewesen bin. Da das Elblandklinikum Riesa über ein großes Einzugsgebiet verfügt, wird hier der Ausbau als Schwerpunktversorger weiter vorangetrieben. Dort ist die Gesundheitsvorsorge natürlich in einem ganz anderen Blickpunkt mit der Region Nordsachsen, mit Brandenburg und dem Schwerpunktversorger dann im Meißner
Landkreis. Und das ist eine andere Herausforderung, eine andere Aufgabe, wo ich mich sehr darauf freue, aber wo wir auch sehr viel Arbeit leisten müssen, vor allen Dingen im Bezug auf die stehenden Herausforderungen mit der Reform, wenn wir dann immer mal schauen, wie es dann irgendwann aussehen wird. Die Weichen für die Zukunft sind also gestellt. Die Elbland-Kliniken sind die größte kommunale Klinikgruppe in Sachsen. Mit rund 3000 Beschäftigten an 4 Standorten zählt sie zu den bedeutendsten Arbeitgebern der Region.